Herzlich willkommen zurück zu Guardians Crusade. So, wir sind in der Hafenstadt, sollen ja ein Schiff nehmen, eigentlich letzte Ticket verkauft, deswegen schauen wir mal weiter. Ist zu dunkel, da drin was zu sehen. Ja, was haben wir? Ja, Zimmerpflanze. Aber auch nichts. Was haben wir hier oben? Ist erstmal cool, dass wir uns neu ausgestattet haben, ne? Neue Rüstung und alles. Frage ist jetzt, ob wir hier nochmal leveln gehen. Wenn das doch so lang ist, das Spiel. Weil Baby ist ja doch schon ganz schön unterlevelt und ich will nicht jedes Mal Helferlein hier zigtausend dazu holen. Weil die PP sind ja auch noch begrenzt. Deswegen ist so ein Ausbauen eigentlich gar nicht schlecht. Drehen Sie sich. Dankeschön. Er sagt, was ist der Sinn des Lebens? Ja, so fängt man doch gern Part an. Schauen wir die Fässer hier nochmal an. Nehmen es Öl, mit dem man Waffen vor dem Rosten schützt. Ben, du solltest deine Rüstung sauber halten. Weil der moralische hier, bitte nicht dasselbe. Oh. Da sucht was was? Öl mehr, okay. Sag mal, ist das denn nochmal ein anderer Shop? Ja, ne? Ich hab gerade so viel Kohle ausgegeben. Im letzten Part. Das ist ein anderer Shop? Guten Tag. Bis zum besten Waffenschmied der Stadt gekommen. Kann ich behilflich sein? Ja. Bitte. Oh. Nein. Er hat so gutes Zeug. So, wir bräuchten also noch 2000. Toll, wir haben uns beim anderen einfach eingedeckt. Nö. Was ja, schützt der ja Vergift? Schützt dein Körper vom Abfrieren, das ist aber nützlich. Selbst der ist besser, ey. Hm. Ja, okay, aber die Waffe hätte ich halt super gerne. 55, schon ein Unterschied. Ich meine jetzt verkaufe. Bin ich 300. Reicht doch aus. Oder? Ist jetzt kein Knicken Elfenschwerter. Also trotzdem schade. Ich meine, gut, die Rüstung ist jetzt erstmal Wurst. Ja, Wikinger-Schwert. Ach, kann ich nicht nehmen, weil es ausgerüstet ist. Hatte keinen Pfandleier. So, warte mal, Ausrüstung. Gleich das. Ach, Jesus. Hm. Wir gehen hier noch schnell farmen. So, okay. Was macht seine Tochter? Okay. Das ist ja jetzt mega mies, dass du da zwei Rüstungshändler in die Stadt packen und der erste, den du triffst, der hat nur das schlechte Zeug und der andere hat das gute. Wir waren so viel farmen und dann reicht es halt doch nicht. Vollkommen sinnlos. Ach man. Tja. Was haben wir nun davon? Oh. War ja Spanner. Ray sagt, Hallöchen, kennst du Lisa? Oh Gott. Ja. Die ist traumhaft. Könnte ich ihr das sagen, wie nett sie ist? Eines Tages möchte ich mit ihr nach den Heldar reisen. Das war die im letzten Part, die meinte, ach, warum nimmt mich denn keiner mit auf Reisen? Ganz problematisches Fallen. Ja, Mann. Also schon lustig über... Ich weiß nicht, ob es überzeichnet ist, aber auf jeden Fall lustig, ne? Dass sie... Hier war noch, glaube ich, schon drin. Dass sie, die da steht und den ersten Satz, den sie zu einem sagt, ist... Warum nimmt mich denn keiner mit auf Reisen? Der steht am Fenster und sagt, kennst du Lisa? Finde ich toll, mit der will ich mal reisen. Schön. Er hat wahrscheinlich genau das Ziel genannt. Wo wir hin wollen mit dem Schiff, glaube ich fast. Warte mal, habe ich mit dir gequaddelt? Was sagt denn der alte Urologe noch? Sollte ich kaufen? Sagt Pedro. Wer sollen wir das denn wissen?
Aha, vielleicht treffen wir ihn ja gleich. So mit dem Mini-Quest müssen wir mal gucken. Meteorologe. Der Himmel sieht düster aus, ein Sturm scheint aufzuziehen. Cool. Nicht gut. Gar nicht gut. Wer bist du? Gläubiger 2. Athema, war stets gut zu mir. Okay. Ich würde das blaue Zeug nicht mehr trinken. Athema hat mich gerettet. Er hilft dir, wenn du glaubst, sagt Gläubiger 5. Athema hat mir die Gabe gegeben, die Zukunft zu sehen. Ich sehe dich mit Freunden reisen im Kampf gegen das Böse. Nimm dieses Geschenk, möge es dir auf deiner Suche behilflich sein. Dankeschön. Ein Vampir? Möge Athema dir Kraft im Kampf gegen das Böse verleihen. Dankeschön. Soll Kinder nicht nur an Rollenspiele, sondern auch an Religionen ranführen. Was ist das hier? Gläubiger 3. Nur Athema kann dich retten. Bin ich verloren oder was? Gläubiger 4. Folgst du dem Glauben, erhältst du das Buch von Athema gratis. Ui. Das ist ja gar nicht problematisch, alles. Sehen Gott gar nicht. Oh, was? Frag mich, wie lange diese Kerzen wohl brennen. Was ist? Ja, schön, dass wir dieselben Gedankengänge haben. Du bist Gläubiger 1. Hast du hier irgendwo ein Spielzeug gesehen? Ich dachte, ich hätte es weggebracht. Doch die Kinder fanden es und spielten damit, statt zu lernen. Wenn du es findest, kannst du es ruhig behalten. Dankeschön, okay. Tja, dachte ich mir noch. Oh. Scheiße, sind wir jetzt ganz woanders in der Stadt. Ja, okay. Ah, okay, da sind wir rausgekommen. Ja, verstehe. So, was haben wir hier noch für den? Da waren wir drinnen, hier waren wir noch nicht. Ah, okay, okay. Der Kapitän der C4 ist ein sehr guter Segler, da sagt der Seebär. Wenn der Seebär das sagt, ist das schon solide. Ist ja genau. Wollte gerade sagen, ist so eine bestimmte Tür. Ich finde es aber so schwer, hier die Übersicht zu behalten in dem Dorf. Und dafür ist alles sehr eng gebaut und so. Und dadurch, dass halt die Kamera nicht justieren kannst. Oh, guck mal, Spielzeug. Ein ausgestopfter Panda sein will ich auch haben. Ja. Wie ist dieses Playmobil-Ritterspiel? Das hatte ich für den PC damals. Sah genauso aus, der Held. Zumindest irgendwie Ritterrüstung. Ich glaube auch irgendwie rote Haare. Haben so schon niedlich gemacht. So, wo waren wir gerade drin? Weiß ich nicht. So, jetzt habe ich mich offiziell verlaufen. Sie hat mich verlassen. Wie heißt er? Trauernder. Ganz rote Nase. Herr Takea sagt, Entschuldigung, mein Freund ist zurzeit ein bisschen traurig. Gott. Oh. Items. Mal sehen, ob wir die alle unserem hier Kumpelblasen geben können. Fass das nicht an, Ben. Du könntest das zerbrechen. So wenig Selbstvertrauen. Ach komm. So. Manager sagt, guten Tag, kann ich dir helfen? Cheeseburger 500. Okay. Mach dich schläfrig, weck dich auf, versetzt in Panik. Super, Terrorsam. Man erhöht den Mut. Naja. Pfirsichtrank. Ist natürlich auch sinnvoll, ne? Gib ein paar TP zurück. Er füllt halt jedes Mal eigentlich voll auf. Ach komm. Hoffe, wir müssen jetzt hier nichts missionsmäßig kaufen. Müssen wir gucken, ob das bei Baby gelandet ist. Inventar? Ich würde es halt super gerne weitergeben, ne? Wunder.
Merkwürdig. Ah, okay. Ja, von deinem Vater Blut. Genauso wie Lächeln, ne? Bei Plunder. Ja, von deiner Mutter. Schön. Ich wollte die Sachen eigentlich in der Theorie gerne weitergeben. Jetzt sind wir voll, na gut. Weck dich auf. Kann ich das Baby geben? Komm, eins geben wir zumindest mal Baby. Haben wir einen Platz, obwohl geben wir vielleicht zwei Sachen Baby. Weil, wenn der nächste Kampf ansteht und zwei Sachen droppen, dass wir die nicht liegen lassen. Die anderen verbrauchen wir vielleicht eh, bevor irgendwas passiert. So. Super undurchsichtig hier alles. So, was haben wir hier? Kaffee. Mensch. Blöchen. Kunde sagt, hast du gehört? Der Gouverneur sucht noch einen Stein. Aha, was war ihn denn diesmal? Er möchte den Stein, der von der Bestie von Kuno bewacht wird. Aber ohne mich, das ist ein wirklich übles Monster. Das schon, aber wer ihn herbringt, bekommt jeden Wunsch erfüllt. Wirklich jeden? Ach egal, ich werde ihn sowieso nicht kriegen. Wir haben den Stein, ne? Kuldu ist ziemlich weit weg, noch jenseits der Wüste. Besitzer sagt, ich brauche das beste Roofbeer auf dem ganzen Kontinent. Schmeckt aber trotzdem wie Zahnpasta. Ich habe verschiedene probiert, schmeckt immer wie Zahnpasta. Hat in Amerika den Fehler gemacht, weil es klang gut und Vanille, Roofbeer, irgendwas. Schönes Bild, hat mir einen Becher vorgemacht, ne, diese Nachfüllbecher. Es hat einfach direkt nach Zahnpasta geschmeckt. Dann dachte ich mir so beim ersten Probieren so, ja doch, ist lecker. Und dann war so dieses, ne, kannst nicht weiter trinken. Das war's. Endgegner. Du spielst da eine wirklich interessante Musik, Ben. Dankeschön. Mir tun schon die Ohren weh. Nein, in Musik, naja. Sag, ein bisschen Selbstzweifel sind hier vorhanden. Eine traurige Geschichte mit unserem Hauptcharakter. Okay. Ich werde jetzt hier nicht alles ansprechen. War eben eine andere Zeit? Hier ab auf die Bühne. La la la. Okay. Reicht dann auch. So, da drüben waren wir. Das ist der Stadtkomplex. Ah, hier waren wir schon, hier waren wir schon. Okay, super. Das heißt, wir gehen doch mal hier lang. Bin der Meinung, hier waren wir drinnen. Ja doch, hier waren wir drinnen, hier war der Shop. Waren wir in der Tür daneben drinnen? Muss ich jetzt eigentlich mich kurz noch mal ans Leveln schmeißen? Zumindest, dass Baby irgendwie Level 15 oder irgendwas ist. Das erleichtern uns die anderen Kämpfe enorm dann. So, Felix schreibt, einfach meine Kindheit, was ein cooles Spiel. Absolut. Ich glaube auch schon, da braucht es mit der PS1 eigentlich bloß ein paar JRPGs und du warst so lange beschäftigt mit der Konsole, hast auch so viel für dein Geld bekommen. Also hier waren wir wirklich noch nicht. Keine Ahnung. Waren wir hier drin? Und Yusulain Dofi hat noch geschrieben, dieses Game ist einfach zuckersüß. Das ist es. Ich glaube, für Kinder war das schon anspruchsvoll. Ah, okay, hier waren wir drin. Ja. Anspruchsvoll. Also kannst du jetzt nicht als Kleinkind spielen? Ich denke, sobald du lesen kannst, ja. Also ein paar Sachen... Ja gut, findest halt hier viel dann raus, ne? Ich hing ja auch an der einen Stelle, aber ich bin vielleicht auch nicht der Maßstab. Hat bei so einem Team. So, das war zu Part... Ah ja, Part 6 hier, ja. Da hat Duke geschrieben, kannst du auch ein Let's Play so Alone in the Dark 2 Jack is Back machen? Das wäre geil. Müsste ich endlich. Ja, weiß ich bei aktuellen Spielen. Ich überlege, ob ich sowas mit reinnehmen würde.
Und dann, ne, ich habe ja die Liste, wo man abstimmen kann, was man, was ihr sehen wollt. Und da könnte man ja auch aktuelle Spiele mit reinschreiben. Überlege, ob ich das mit reinnehme oder mir sage, also eigentlich gibt es genügend, die aktuelle Spiele machen. Rico sagt, wie gefällt es dir, mein Kaktus? Wie gefällt dir mein Kaktus? Schwierige Frage. Hab ihn aus der Wüste nach Kuldo. Gut, er hat alles super verwöhnt. Deswegen bei aktuellen Spielen, ich bin mir nicht sicher. Weil nicht mal, dass es mich stören würde, was Aktuelles zu spielen. Ich weiß nicht, ob es auf dem Kanal so das gut ergänzen würde. Und das wäre natürlich Zeit, die ich dann nicht reinstecken kann in eins der Spiele. Hey Ben aus Orgo, wie geht's dir denn so? Ich bin zum ersten Mal hier. Ich hoffe, heute endlich meine Pelzfische verkaufen zu können. Achso, ja, ich nicht, danke. Ich dachte, die gibt's aber nicht mehr. Ja, deswegen mit aktuellen Titeln bin ich mir so unsicher, ob. Also, tendiere eher zu nee. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. So, hier ist der Eingang. Okay, hier ist der Eingang. Überlege aber mir schnell nochmal die Kohle zu holen. Wir müssen auch noch zum Bürgermeister, ne? Weil der will ja den Stein haben. Ab im Keller. Okay, schwierig. Troy sagt, das Gute existiert doch nur, weil es das Böse gibt. Heute fange ich an, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Es ist schon krank, sowas zu sagen. Es ist böse, unschuldige Menschen zu verletzen. Das Böse muss einfach zerstört werden. Als ich in den Keller ging, habe ich mit allen aber nicht mit dem gerechnet. Okay, interessant. Sagte er und schaute seine Band neben dem Bett an. Aber ich will jetzt schon mal meine neue. Ich probiere jetzt einfach schon mal meine Rüstung aus. So hasset mich dafür. Oh, gar keine Ladezeit. Aber wo du nach oben gegangen bist, hat das eine Ladezeit. Komm her, wir spielen. Transtoxin schreibt, die besten Let's Plays sind zu schnell vorbei. Ich glaube, wenn das durch ist, beschalle ich mich per Endoschleife damit. Also wenn das wirklich... Okay. Wenn das wirklich 40 Stunden lang ist, na dann Prost Mahlzeit. Das wird es bei mir echt lange dauern. Also ne, es gibt ja so diese Seite How Long To Beat. Da war eigentlich die Rede bei, ne, wenn du 100% machen willst, 38 Stunden. Und ich bin meistens eher über der Zeit, Maximalzeit, die da angegeben ist. Meistens halt gut und gerne mal übers Doppelte drüber. Ja. Bleibt still. Aber vielen Dank. Nimm mich wirklich als großes Kompliment. Oh, und ich habe hier beim, jetzt, wie hieß er nochmal, Schauernand. Reingeguckt hatte ich damals schon mal, weil der hat das Longplay gemacht zu Days Gone und ich fand es halt interessant, weil es ging irgendwie 38 Stunden oder irgendwas und kann Baby mal aufleveln und dachte ich, okay, cool gemacht und ne, mit den Longplays, da war glaube ich der Kanal gerade so am Anfang oder ich habe mir Ideen gemacht, wie ich ihn umsetze. Mittlerweile kannst du ja leider nur noch 12 Stunden auf einmal hochladen. Ja. Dachte ich, okay, interessant. Der ist halt wirklich sau angenehm von der Art. Der hat ja irgendwie eine Pause gemacht, ne? Aber kannst du echt, ne? Schaltest du ein, kannst du auch im Hintergrund laufen lassen. Super angenehm. Gibt auch so Menschen, ne? Die guckst du an und denkst du, ja, okay, die sind mir unsympathisch. Und dann gibt's auch Leute, guckst du an und merkst direkt so, oh, ist mir sympathisch. Der ist so einer. Baby ist aufgestiegen, siehst du 120 TP, deswegen grad. Baby macht da so viel Unterschied von dem her. Schön, schön. Die Rüstung hat echt einen Unterschied gebracht. Okay, ich will jetzt eigentlich bloß die Waffe unbedingt haben. Wie viel haben wir? Was ist denn unsere Kohle zu sehen? Gar nicht, oder was? Ah, da hier. 356. Ja, wir haben halt ne, den ganzen Burger gekauft. Kann ich dann Baby geben? Ist nicht so schlimm.
Das ist ganz gut, dass der nicht mehr. Dass der nicht mehr so das Problem darstellt. Der hat uns viel zu viel immer abgezogen. So, Baby muss aber langsam mehr Schaden machen. Wir brauchen jetzt 2000. Könnt natürlich auch weitergehen und gucken, was so die nächsten droppen. Ah, haben wir eingezingelt. Ja, das waren jetzt aber erstmal alle Kommentare. Wie gesagt, von dem letzten Part, von dem Part und vom nächsten Part. Vielleicht beim übernächsten Part wieder mit einbauen. Also super gerne kommentieren. Also auch, ne, wenn er Erfahrung teilt, nicht jetzt spoilern, das wäre nicht so nett. Ich meine, wenn er sagt, okay, da leveln brauchst du nicht oder ja, leveln wäre clever, weil sonst musst du nachher ganz viel grinden oder irgendwie sowas. Weil ich, also, ne, auch wenn es relativ einfach sein wird wahrscheinlich, kann ich mir schon vorstellen, dass du hier relativ viel grinden musst. Da einfach alle von mir wegrennen. Komm. Dich haben wir. Auch eine coole Mechanik. Solange du Low-Level bist, der Feind stark, suchen sie dich aktiv auf. Und so musst du hinterher ran. Wir haben Angst. Schiere Angst. Weißt du. Oga B. Schokoriegel schon mal. Baby hat ein bisschen Leben verloren, aber schon jetzt angenehm mit 120. Das schon, kannst du damit arbeiten. Wir versuchen natürlich auch so ein bisschen Größe dir zu suggerieren. Indem sie sagen, ja komm, das ist ja da hinten noch hinter der Wüste. Ne? Die Wüste ist aber direkt hier vorne. Jetzt sind wir schon wieder fast da. So, was bringen die jetzt? 17 EP und 75 Rubine, ja, okay. Ja, okay, ja. Machen wir 2000 und dann wieder los. Weil sonst sind wir, glaube ich, auch irgendwann überlevelt. Schade, dass der nicht stackt beim Hauptcharakter. Sollst halt mit begrenztem Inventar klarkommen lernen. Kann ja, wenn ich jetzt so einen Schokoriegel mal benutzen, ist halt schon ein Inventarfall. Das ging anscheinend, okay. So, schauen wir mal. Vielleicht geht's aber auch automatisch auf Baby. Das wäre ja ganz cool. So, Inventar. Alles voll. 2, 4, 1. Das müssen wir jetzt mal beobachten. Auch wieder was, was wir gelernt hätten. Was ist denn das hier? Vielleicht müssen wir noch irgendwas machen für den Bürgermeister nochmal hier, bevor wir die Welt verlassen, weil wäre sonst nicht viel, was wir hier verbringen. Bitte Baby Level up. Ging aber auch schnell. Hier waren wir noch nicht, ne? Ja, vielleicht sollen wir doch erstmal zum Bürgermeister. Was, wo ist der? Vielleicht am Wasser? Nein. Sehr gut. Schon wieder kein Riegel oder irgendwas halten. Doch, hier waren wir. Hm. Ging es denn nicht weiter? Nee. Viecher sehen sehr interessant aus. Ich habe da auch auf Reddit Vergleiche. Optische Vergleiche gefunden. So. Sachen.
Neues Level? Baby, ne? Guck mal, von 120 auf 133 von den TP. Absolute Freude. Absolute Freude. Okay. Speicher mal hier, weil ich habe schon ein bisschen Angst. Aber warte. Oh, die sind stärker anscheinend. Die haben grüne Augen, ne? Ich hoffe nicht zu stark. Okay. Müssen wir doch zum Bürgermeister, weil sonst leveln wir, glaube ich, hier einfach voran. Kritisch getroffen. Bam. Okay, schon ordentlich. Was gibt der? Ja. 36, ne? 84. Ben ist aufgestiegen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, da. Ah, ja. Ja, ich würde es eigentlich gerne mal rausfinden mit den... Ich glaube, ich heile ihn doch mal, oder? Ja, komm. Benutzen auf Baby. So. Dann kriegt er noch einen. Benutzen auf Baby. Reicht erstmal. Haben wir wieder zwei frei. Okay. Dachte schon, hier gibt es Probleme. Ja. Ich mach noch. Ja, nee, ich mach bis zu den 2000 und dann kaufen wir uns so schwer. Damit wir noch mehr Schaden machen. Wird interessant. Denn ich muss ihn nach Helferlein dazu nehmen. Ah, was. Nee, das war vibriert der Controller. Sehr gut. 60 EP. 149. Sehr gut. So, wir haben jetzt 943. Okay. Ja, von den Gegnern braucht man nur ein paar und dann ist das knusper. Selbst die scheint fast weg zu sein. Oha. Und die Fee ist aber auch da, ne, im Hintergrund. Hat die nicht auch irgendwie? Ja, ich glaube, die hat da auch mal mit angegriffen, ne? Okay, da ging es wieder zurück. Geht sich halt ja auch immer tot, Weißt du? Vielleicht Ben mal ein bisschen heilen. Ach, der könnte sogar ein großes nehmen. So. 147, ey. Stärke 29, Energie 30 und Fitness 43. 200 DP brauchen, ne, für Level Up. Ist gar nicht so viel. Lass uns aus Zetama fahren und ein Schiff hin. So. Ja doch, ne? Benutzen. Ach, gar nicht so viel, okay. Ja. Ich meine, die gehen mir jetzt auch gut, ne? Kannst du dich auch nicht so sehr beschweren. Ja, können wir gleich den Endboss besiegen. Ich höre sie hüpfen. Ah ne, ist meiner, ne? Na gut. Und der ist jetzt blau. Warum?
Beim Level nicht mehr so anstrengend oder was? Ja, doch, ist hier eine Doppel. Mal sehen, ob die anderen noch grün sind vom Auge. Ist schon schöner, wenn die einen aufsuchen. Und weg. Na. Und machst doch jetzt weniger Schaden, ne, weil sie stärker sind. Cool. Deswegen mal sehen mit den anderen Schwertern. 152 Rubine. Das geht in die richtige Richtung. 1900 irgendwas war das Schwert. Ja, aber wie es weitergeht, erfahrt am nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Euch einen wunderschönen Abend. Und in 3 Tagen geht's weiter. Bis dahin.